Schick dieses Video jemand, der Vapes raucht. Vapes sind ja gerade krass im Hype, aber was machen die Dinger eigentlich mit der Umwelt? Vapes sind vor allem deshalb so problematisch für die Umwelt, weil es ganz oft Ein-Vapes sind. Das heißt, die werden nach einmal Nutzen weggeworfen, obwohl oft Lithium-Ionen-Batterien drin verbaut sind, die man eigentlich wieder aufladen könnte. Mit der neuen Batterieverordnung soll damit bald Schluss sein. Was beinhaltet die alles? Die neue Batterienverordnung ist ein echter Meilenstein, weil es zum allerersten Mal den kompletten Lebenszyklus von einem Produkt abdeckt. Okay, und diese Verordnung gilt ja dann für Vapes und zum Beispiel auch für Smartphones. Wann tritt die denn in Kraft? Das wird auf jeden Fall noch dieses Jahr sein, bis die Batterien vor allem in Handys zum Beispiel aber wieder von euch selber austauschbar sein müssen. Da dauert es noch eine ganz schöne Weile, nämlich 42 Monate. Das heißt, wir können ungefähr Ende 2026 damit rechnen. Bis dahin sammelt eure Vapes einfach und bringt sie auf den Wertstoffhof oder zu Batteriesammelstellen. Wenn ihr sie im Restmüll entsorgt, werden die Dinger einfach verbrannt. Und